Das jetzt so sehr beliebte Teetrinken ist ein schädlicher Luxus, der mit anderen Bequemlichkeiten und Genüssen aus England zu uns herübergeschlichen und beinahe schon sonderlich in der höheren Klasse der schönen Welt allgemein eingeführt ist. Man besucht sich einander gegen Abend zum Tee. Es ist den Damen so angenehm, sich richtig um 6 Uhr einander beim Teetische zu finden, sich traulich herumzusetzen, zu plaudern und zu scherzen. Ja, dies ist englische Sitte. Nun leider schon nach Deutschland verpflanzt. Ich kenne Damen, die anfangs das Abendtee trinken nur aus Mode und Bonton mitmachten und sich jetzt so sehr daran gewöhnt haben, dass sie nicht mehr leben können, wenn sie nicht alle Abende von 6 bis 8 Uhr am Teetische zubringen und dabei täglich kränklicher werden. Der Tee ist bekanntlich ein narkotisches Mittel. Stark angemacht wirkt er als dies auf die Nerven, betäubt und schwächt sie. Schwacher Tee wirkt hingegen als warmes Wasser auf den Magen und schwächt seine Verdauungskraft. In beiden Fällen verursacht er also eine Erschlaffung. In ausgewählten, vertrauten Zirkeln war es schon längst, selbst in den vornehmsten Häusern Sitte, und ist es noch, dass die Frau vom Hause oder eine dieser Würde entsprechende Freundin den Tee in Gegenwart der Gäste selbst bereitet. How many cards? 7 each. Okay. And as we lost you, may start. And what a joy. Diese lobenswerte Einrichtung gewährt den Gästen Genuss. Denn es ist nicht zu leugnen, dass der schön geordnete Teetisch, das glänzende Teegerät und selbst die freundliche Geschäftigkeit, mit welcher die Wirtin alles beobachtet, was diesem einfachen Getränke mehr Wert geben kann, einen angenehmen Eindruck auf die Gäste macht. I am so sorry. Die Bereitung des Tees ist an sich zu einfach und allgemein bekannt, um etwas hierüber sagen zu können. Nur diese einzige Erinnerung sei mir erlaubt. Das Teewasser muss bei hellebrennendem Feuer so schnell wie möglich kochend gemacht werden, damit es keinen räucherischen Geschmack annehmen kann, welcher dem kostbaren Tee seine Güte benimmt. Die Teekanne muss mit kochendem Wasser ausgespült werden. Man lässt dieses so lange darin, bis sie durchaus heiß geworden ist. Dann nimmt man bei einer nicht großen Gesellschaft auf jede Person einen mäßigen Löffel voll Tee. Ist sie zahlreich, so braucht man weniger. I haven't heard anything yet. I haven't heard anything either. No. I hope the servants haven't. I do hope nothing has happened to him. He's usually quite punctual, isn't he? I'm sure he'll come, yes. I'm looking forward to meeting him. So am I. You don't know him either? Oh, well, I have met him at one gathering, I think. Man brüht diesen Tee mit kochendem Wasser, das ihn eben bedeckt, bis die Blätter desselben recht ausgequollen sind. I think I've met him in Basel at the Kirchgott. Ah, that is true. That is true. In fact, perhaps in that case I might have to. You might. I might have acquaintance as well. I will He's rather tall. Dann gießt man die Teekanne voll und lässt ihn noch eine kleine Weile ziehen. This looks like quite a so. Oh, I'm thirsty. So am I. I'm very looking forward to tea.
Wenn man die Tassen eingeschenkt hat, werden sie auf dem Teebrett mit Rahm, Arak oder Rum und einer Zuckerdose den Gästen dargereicht, so dass jeder nach seinem Geschmack wählen kann. Es ist mir eine große Freude, Sie wiedersehen zu dürfen. Mir ebenso. Kann ich Ihnen schwer sein? Gerne. Sie haben sicher gerne eine Tasse Tee. Mit Vergnügen. Na, was berichten Sie mir Neues? Ach, die Hitze. Ja, in erster Linie über Emilia Galotti und die Hitze unterhalten. Da es eine ziemlich allgemeine Liebhaberei ist, Butterbrot zum Tee zu genießen, so muss eine aufmerksame Wirtin stets Sorge tragen, dass diese nicht fehlen und in der vollkommensten Güte vorhanden sind. Man schneidet ganz dünne Scheiben, sowohl von weißem als vom Roggenbrote, bestreicht sie mit guter frischer Butter, legt sie doppelt zusammen und ordnet sie auf eine für das Auge wohlgefällige Art. Das Teegerät ist, so wie alles, was den Menschen umgibt, der Mode unterworfen. An edlere Formen gewöhnt, haben wir die geschmacklosen, kastenförmigen Teemaschinen schon längst in schöne antike Urnen umgewandelt. Auch die Tassen dürfen sich nicht mehr in ihrer ursprünglichen Gestalt zeigen. Sie erscheinen jetzt als Opferschalen. Bestehen bleibt die Sitte, die Tassen vor jedesmaligem Einschenken in dem Spülkumpen auszuspülen und abzutrocknen. Die Teemaschinen sind größtenteils von Silber oder von bronziertem Kupfer, mit in Feuer vergoldeten, auch mit Silber plattierten Verzierungen. Die Engländer erhalten das Wasser darin gewöhnlich mit einem glühenden Stahle heiß, welches aber etwas mühsam ist und doch die gehörige Wirkung nicht tut. Wir setzen gewöhnlich die kochende Teemaschine mit auf den Teetisch selbst und beschädigen nicht selten dadurch den Lack desselben, sondern rauben uns auch dadurch den Platz für die Tassen und Teegeschirre. Die Engländer hingegen haben dafür eigene sogenannte Urnstands, oder Teemaschinenträger, welche mit der Teemaschine neben den Teetisch oder sonst an einen bequemen Platz gestellt werden. Ein bisschen mehr Flair als die gute alte Wasserkanne. Ist sehr elegant. Ja. Und wie nennt sich diese Neuigkeit? Eine Teeurne. Eine Teeurne? Madame, je suis curieux d'apprendre votre pensée sur un sujet d'actualité sur lequel nos médecins allemands conduisent une réflexion sérieuse, à savoir les effets néfastes du thé sur notre santé. My dear sir, in my opinion, it is not what you do from time to time that is either beneficial or harmful to your health,
sense your life. It is what you do every day.